Cimetière Montmartre. Das ist ein Friedhof in Paris und es fällt mir dazu ein, natürlich. Ich kann hier mal naheliegend die ganzen Menschen, die hier alle begraben liegen. Jetzt auf einmal hier stünden, dann wäre nicht nur der ganze Friedhof überfüllt, dann wäre die Straße überfüllt, dann wäre das ganze Viertel Montmartre überfüllt. Und so in diesem Prozess des Werdens und Vergehens bin ich hier aufgrund irgendwelcher Autos, die jetzt noch vorbeifahren, man hört es, glaube ich, unglaublich stark, sehr intensiv drin. Und das macht mehrere Aspekte. Das macht auf der einen Seite natürlich auch den Aspekt der Freude. Den Aspekt der Freude, hier sein zu können. Den Aspekt, das hier sein mit allen Sinnen genießen zu können. Den Aspekt, diesen Friedhof auch wieder verlassen zu können, jederzeit, wenn ich das möchte. Das ist das eine. Das zweite ist der Aspekt des nutze die Zeit. Und die Zeit wird nicht endlos sein. Sie war es bei diesen Leuten nicht. Manche sind ganz jung gestorben, andere sind fast 100 Jahre alt geworden. Und wie viel Zeit ich noch habe, ich habe keine Ahnung. Das dritte ist der Aspekt, das, was möchte ich sein, wenn ich gestorben bin? Und dann möchte ich jemand gewesen sein, der kleine Spuren hinterlassen hat, dass das, was hier ist, unsere Gesellschaft, unser Leben ein wenig besser wird. Was mir hier in Frankreich aufgefallen ist, sind die vielen Obdachlosen, die auf der Straße sitzen, die nach Geld fragen, die wir ja auch in Hamburg haben. Und das sind Missstände, von denen ich meine, dass unsere Gesellschaft das so nicht einfach tolerieren, hinnehmen, in Ordnung finden kann. Passiert eben so, ist eben so, klar. Sondern dass wir uns hier überlegen müssten, was da zu tun ist. Wie vernünftige Hilfsangebote auszusehen haben. Da muss ich natürlich schon vorher gucken, was ist da passiert. Warum hat jemand seine Wohnung verloren? Warum hat sich niemand darum gekümmert, dass jemand seine Wohnung verloren hat? Warum hat niemand nachgefragt? Warum ist da niemand eingeschritten? Warum schreitet jetzt niemand ein? Warum kommt niemand vorbei und macht Hilfsangebote? Ich habe es zumindest nicht gesehen, falls es der Fall ist. Und wenn ich von mir sagen könnte, wenn ich eines Tages hier auf irgendeinem Friedhof lege oder wo immer, dass ich ein wenig dafür getan habe, dass das Leben, was ich zurücklasse, ein bisschen besser ist, als wenn es mich nicht gegeben hätte, dann ist mein Leben erfolgreich gewesen. Das ist mir wichtig. Ja. Das ist das, woran ich Erfolg, Misserfolg eines Lebens, denke ich, nur messen kann. Sicherlich spielen auch die Bemühungen eine Rolle. Denn wenn ich mich bemühe, weiß ich nicht, ob das irgendeinen Erfolg hat oder vielleicht ins Gegenteil umschlägt. Im Großen und Ganzen wäre es das, was ich wichtig finde. Gucken wir nochmal, sehen uns nochmal den blauen Himmel an und schalten immer so langsam ab und gehen wieder zurück in unsere Realität.